Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kondensatorschaden-Video. Heute mal wieder aus dem Bereich Sound und Beschallung, und zwar Außenbeschallung diesmal im Detail. Ich habe einen ziemlich niedlichen Außenlautsprecher und der soll umgebaut werden, dass er als WLAN-Außenlautsprecher fungiert. Erstmal so ganz grob, einfacher Außenlautsprecher, bei mir oben einfach nur den Wetterschutz drauf, dass es hier halt einfach nicht reinregnet. Hier unten drunter ist, glaube ich, kann man jetzt nicht sehen in der Kamera, ist noch extra so ein Konus, um eben den Schall noch seitlich zu verteilen. Sieht man aber nur, wenn man direkt drauf guckt. Blende ich euch vielleicht nachher noch ein. Wahrscheinlich nicht. Und damit das Ganze als Außenlautsprecher fungiert, ist das hier verklebt gewesen und wir haben unten drin noch einen Eingang für die Kabel. Ja, das Verklebte war einmal. Man kann das Teil jetzt aufmachen. Und so sieht das Ganze von innen aus. Wir haben hier einmal einen Breitbandlautsprecher, ziemlich groß. Zollgröße weiß ich jetzt nicht. Ich würde mal tippen, so 6, 7, 8 Zoll. Und nebendran hängt hier noch ein Trafo. Das ist ein Hochspannungssystem, also ELA heißen die, 100 Volt. Den Trafo brauchen wir später auch nicht mehr. Ich gehe einfach wieder direkt auf den Lautsprecher drauf. So, und jetzt kommen wir zu der Frage, mit was machen wir das Ganze jetzt WLAN-fähig, dass wir da Musik drauf streamen können. Und da kommt an dieser Stelle Profi-Equipment von dem HiFi-Giganten Medion zum Einsatz. Das ist ein WLAN-Multi-Room-Lautsprecher, so heißt das gute Ding. Streamen per WLAN und ist DLNA und was nicht sonst noch alles kompatibel. Ist ein MD43187, verlinke ich euch nachher aber noch unten. Es gibt dazu halt ein Netzteil, ein AUX-Kabel für alle, die nicht per WLAN streamen wollen. Bisschen Verpackungszeugs. Und die eigentliche WLAN-Streambox hier. Vorne ganz einfach gehalten, an, aus, Play, vor, zurück und so weiter. Und auf der Rückseite kommt jetzt eigentlich der für dieses Projekt interessante Teil. Neben halt so den Grundsätzlichkeiten wie halt DC-In, AUX-In, An-Aus und so, kann man jetzt hier an einem Schalter umschalten zwischen Links-, Rechts- oder Mono-Betrieb. Ich habe jetzt zwar hier nur einen Lautsprecher stehen, aber der wird nachher im Verbund eingesetzt. Das heißt, man kann dann den einen Lautsprecher einfach als rechten Lautsprecher konfigurieren, den anderen als linken. Und dann hat man Stereo über zwei Boxen, die man dann im Garten, auf der Terrasse oder wo auch immer hinstellen kann. Und dann hat man es auch noch wirklich akustisch relativ schön getrennt und guckt da nicht immer nur mit dem gleichen Mono-Sound dran. Geht natürlich hier auch, Mono-Einstellung ist da. Nachteil an der Geschichte ist natürlich, das ist jetzt ja eigentlich nicht als Außenlautsprecher oder als Außenbox hier gedacht. Das heißt, die WLAN-Reichweite ist eher so für im heimischen WLAN gedacht. Und entsprechend ist sie nicht so hoch. Das heißt, wir müssen auch noch das WLAN an dieser Stelle frisieren, dass wir dann noch auf ein bisschen mehr Reichweite kommen. Dazu habe ich hier schon mal die passende neue Antenne liegen. Und die müssen wir jetzt noch mit dem Radio hier verheiraten. Und das Radio oder diese Streamingbox, die kommt dann in den großen Lautsprecher rein. Hier ist jetzt die WLAN-Streamingbox. Ich schraube jetzt hier gerade einmal auf und dann schauen wir uns das Ganze von innen an. So, jetzt müsste das lose sein. Und da kommt auch schon die Technik zum Vorschein. Ich stecke das mal gerade ab. Ja, jetzt gerade trennt es sich. Der Aufbau von der Streamingbox ist halt relativ einfach gehalten, wie das ja meistens bei den ganzen günstigen Boxen ist. Wir haben hier verbunden mit der Rückseite einmal diese Reflex-Röhre für ein bisschen Soundvolumen und für die Luftzirkulation drinnen draußen. Wir haben hier den großen Breitbandlautsprecher 20 Watt, 6 Ohm und oben den Hochtöner mit 5 Watt, 8 Ohm. Wie gesagt, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Einzig interessant ist noch hier unten das Breitbandkabel. Das ist für die Controllerleiste hier vorne. Das Teil hat auch noch hier so eine zweifarbige LED, einmal weiß, einmal rot. Ich glaube, die klaue ich dann nachher noch da raus und lege die dann aber nur mit rein. Man muss sie nur noch ein- und abschalten können. Die Rückseite habe ich jetzt gerade hier von der Platine hier abgeschraubt. Und die Funkkarte auch, die kann man jetzt
relativ einfach hier ausstecken. An der Hauptplatine hier ändere ich nichts, die bleibt so. Es wird halt nachher nur noch der Breitbandlautsprecher angeschlossen, der in dem Außenlautsprecher dann zum Einsatz kommt. Und um die Reichweite jetzt zu erhöhen, widmen wir uns jetzt als nächstes der Funkkarte hier. Die Funkkarte selber hat eine integrierte Antenne. Die sieht man jetzt hier relativ schön. Das ist die Antenne, die die jetzt im aktuellen Zustand benutzt und die sie dann natürlich auch irgendwo in der Reichweite limitiert, weil sie halt eben für den Indoor-Einsatz gedacht ist. Aber wo ich mir die zuerst angeschaut habe, war mir schon aufgefallen, dass hier noch entsprechend zwei Lötstellen sind, oder beziehungsweise genauer gesagt drei, und hier noch der Platz für den entsprechenden Vorwiderstand ist, weil was dahin gehört, ist nämlich ein Mini-BNC-Stecker. Ich habe das Ganze jetzt mal hier auf so einer alten PCI-WLAN-Karte aus einem Laptop. Meine Vorgehensweise ist jetzt im Prinzip die, dass ich mir jetzt hier von dieser alten Karte einfach einen von diesen Anschlüssen klaue und die dann hier auf die Karte auflöte. Hier die WLAN-Karte offen und wie ihr seht, der WLAN-Chip hat schon als Kühlung hier ein Wärmeleitpad, was ihr mit dem Deckel verbindet. Die Deckel, die kann man einfach abhebeln, die sind dann nur mit so ein paar komischen Punkten zugebunden und die rasten so ein. Muss man dann noch nachher wieder drauf machen für die Schirmung. Was jetzt den eigentlichen Umbau betrifft. Ihr seht ja hier oben die Antenne und hier ist jetzt noch gerade ein silberner Lötpunkt zu erkennen, der jetzt hier die Antenne mit den Leiterbahnen passend hier verbindet. Das ist auch in dem Fall hier wirklich nur ein Lötpunkt. Das heißt, den hier werde ich gleich öffnen und dann dafür den hier oben für den BNC-Anschluss schließen, sodass der dann angebunden ist. Und auf der Innenseite von der Schirmung gibt es hier einen SMD-Kondensator, der jetzt noch vor der Antenne sitzt. Und da ich nicht genau weiß, welcher Wert das ist und das natürlich jetzt gerade in der Größenordnung hervorragend zu bestimmen ist, nehme ich einfach den, löte den hier rechts aus und löte dann den wieder hier links ein, um dann eben statt der integrierten Antenne dann meine BNC-Buchse zu verwenden. Dafür halt eine feine Lötspitze. In dem Fall nehme ich jetzt mal meine 0,2 mm Spitze, ist jetzt aber, auch wenn das für viele sehr klein wirkt vielleicht, das ist jetzt nicht so, dass das hier jetzt viel zu klein wäre oder so, das ist schon die Größenordnung, die es haben muss, um jetzt hier die einzelnen Lötstellen überhaupt noch zu treffen. So, und da habe ich ihn jetzt hier in der Pinzette einmal eingefangen. Man hängt jetzt gerade schief, kann man schwer sehen, vielleicht so. Ja, ich halte jetzt hier mal gerade meine Spitze neben. Also wie gesagt, vorne 0,2 mm. Sorry, so. Kamera gucken und Lötkolben gucken geht nicht gleichzeitig. Ja, nimmt sich nicht viel. Also ich würde sagen 2 mm lang und einen breit oder so. So, der Kondensator ist jetzt hier oben drin, ist jetzt nicht hundertprozentig gerade geworden. Ich muss auch zugeben, das ist jetzt nicht so meine Königsdisziplin, in diese SMD-Größenordnung oder SMT-Größenordnung hier rumzulöten. Ich denke, von der Verbindung soll es ausreichen, auch wenn jetzt ein bisschen schief drin sitzt. Hier sehen wir jetzt diese beiden Mini-BNC-Buchsen, hatte ich ja schon gesagt, links, rechts und vorne befestigt. Also links und rechts ist das nur Masse und Schirmung, also jetzt hier der äußere Kontakt. Der innere Kontakt, sein Koax, ist hier vorne dran. Die löte ich jetzt hier aus, um die dann zu stibitzen. Und dann wird die nachher eben so Eurotransplant-mäßig hier vorne dann auf die andere Karte da eingesetzt. So, einmal hochgebogen und dann jetzt nach vorne den Kontakt einmal heiß machen. So.
So, Stecker ist drauf, Buchse ist jetzt hier neben und damit kann ich jetzt hier den Deckel wieder drauf machen und das Ganze zusammenbauen. Die WLAN-Karte ist jetzt ja hier mit ihrer neuen Antenne ausgestattet und jetzt von interner Antenne auf externe Antenne umgebaut. Die können wir jetzt wieder auf der Hauptplatine einstecken. Da war ja nichts weiter bei. Einmal so rum. Leuchtantenne aus dem Weg. Und dann war das Ganze hier mit zwei Schrauben gesichert. So, ich habe jetzt noch gerade hier aus der Rückwand, da war noch der An-Ausschalter hier unten drin, den habe ich jetzt noch gerade gemopst, damit man das Ganze auch an-ausschalten kann. Und hier sind die beiden Kabel, ist natürlich einfach nur durchverbunden. Den löten wir jetzt noch gerade wieder an. So, und jetzt haben wir hier unseren An-Ausschalter auch wieder dran. Jetzt können wir das Ganze auch wieder ganz normal an- und ausschalten. Das letzte, was ich jetzt noch brauche, befindet sich noch in dem Gehäuse. Und zwar waren hier jetzt rückseitig noch 6 Schrauben drin. Hier, hier, hier und eben auf der anderen Seite. Die habe ich schon mal gelöst und es geht mir jetzt halt hier um die Kontrolleinheit oder die Bedieneinheit vorne mit den Tasten. Die hat der Fertiger hier noch mit so einem Heißkleber, was auch immer, Kleber festgeklebt. Ich habe das schon so ein bisschen losgemacht. Das ist aber ziemlich zäh, das Zeug. Und jetzt probieren wir einfach mal, ob wir die Vorderseite schon davon abheben können. Ah, okay, hier ist noch Schaumstoff dazwischen gewesen. So schaut die Box aus. Und jetzt mache ich hier noch gerade die Schrauben auf, die auch alle mit einem schönen Schraubensymbol markiert sind. Und dann klauen wir uns noch gerade die Bedieneinheit. Jetzt haben wir hier nochmal gerade die Steuereinheit und das können wir jetzt einfach wieder anschließen. Hier im Stecker. Und damit ist jetzt unser Radio ohne Gehäuse wieder soweit einsatzbereit. Und das packe ich dann jetzt in das Außenlautsprechergehäuse. Jetzt hier wieder der Außenlautsprecher. Der eigentliche Lautsprecher bleibt ja drin. Es fliegt ja hier nur der Trafo raus. Und dafür löte ich jetzt hier für die Kabel direkt am Lautsprecher ab. Und dann bringen wir da hier unser eigenes Kabel wieder an. Jetzt kommt unser Kabel wieder dran. Ist ein bisschen eng hier drin. So, Dille, Stecker ist dran. Und jetzt können wir hier unser Medion WLAN Stream Radio mit dem Außenlautsprecher verbinden. Ich hole jetzt noch gerade das Netzteil und klebe das hier noch mal ein bisschen provisorisch fest in die Antenne. Und dann können wir das Ganze ausprobieren. So, der Lautsprecher ist jetzt soweit fertig. Ich habe die Technik noch innen drin gerade festgemacht und angeschlossen. Netzteil einmal einstecken. WLAN-Antenne ist jetzt hier angebracht außen. Und jetzt kann ich mich mit meinem Handy drahtlos damit verbinden und kann dann anschließend darüber auch Musik wiedergeben. Okay. Ja, wie ihr jetzt hören könnt, kommt jetzt hier schön die Musik aus meinem Außenlautsprecher, gestreamt von meinem Handy. Ich kann da jetzt natürlich auch Radio drüber hören, nur das geht ja nicht wegen der GEMA. Ihr kennt das Spiel hier, dann sind die Tracks hier alle wieder gemutet. Und den kann man ja jetzt halt entweder irgendwo in den Garten stellen, auf die Terrasse stellen, Bootsanleger oder wo man auch immer über Außenlautsprecher Musik hören möchte. Ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Meine WLAN-Verbindung reißt gerade ab und wir sehen uns beim nächsten Mal.